Bachelorpa Fluch. So soll es bei Daniel und Christina halten. So wollen sie sich von anderen Bachelorpaaren abgrenzen. Seit Mittwochabend ist es offiziell. Rosenkavalier Daniel Bülz, 33, und seine auserwählte Christina Janssen sind tatsächlich noch ein Paar. Seitdem der 33-Jährige der Finalistin die letzte Rose überreicht hatte, schweben die zwei auf Wolke 7. Lange hielten die Beziehungen der vorherigen Kuppelshochpaarungen nicht, um dem Bachelor-Fluch zu umgehen, haben die Turteltauben jetzt einen ganz einfachen Plan. Wir achten gar nicht auf andere Pärchen, jeder hat ja seine Beziehung und da auch eigene Vorstellungen, schätzte Christina die Situation im Promiflash-Interview ein. Wir sind alle verschiedene Menschen und wir konzentrieren uns einfach auf unsere Beziehung und werden uns da an niemandem ein Beispiel nehmen. Daniel sieht das Problem vor allem in den medialen Gerüchten, die ständig kursieren und Beziehungen belasten. So was soll uns nicht passieren. Die anderen Pärchen kenne ich nicht persönlich und messe mich sowieso nicht an anderen. Wir gehen zusammen unseren Weg, das ist das Wichtigste. Das Paar wolle zukünftig die Spekulationen ausblenden und einfach sein Glück genießen. Ein Paar konnte den besagten Bachelor-Mythos ebenfalls bezwingen. Sebastian Panik, 31, und Claire Lacayoun, 26, lernten sich im vergangenen Jahr beim Format kennen und lieben und schweben bis heute auf Wolke 7. Ob das auch Christina und Daniel schaffen?